Wir machen heute ein schnelles und einfaches Gericht, und zwar Spaghetti mit Kichererbsen. Ich habe hier schon hauchdünne Spaghetti gekocht, einmal kurz, und bereite jetzt die Soße vor. Die Soße ist ganz schnell gemacht, denn sie besteht hauptsächlich aus rotem Pesto. Rotes Pesto, Kichererbsen brauchen wir, Chiliflocken, Rosmarin und nachher Oliven zum Garnieren. Ihr könnt das Ganze so auf dem Teller zusammengeben, dann geht das besonders schnell. Ich möchte noch den Hauch von Knoblauch an dem Gericht haben, deswegen brate ich jetzt Knoblauch in der Pfanne an. Einfach nur ganz kurz etwas in gutem Olivenöl brutzeln lassen, weil das Olivenöl gibt natürlich nachher auch den Geschmack an die Spaghetti. So haben wir jetzt Spaghetti Aglio und Olio. Wie spricht man eigentlich aus? Und wir haben das Ganze noch abgeschmeckt mit leckerem rotem Pesto. Die frisch gekochten Spaghetti kommen dazu. Und die nehmen jetzt auch den Geschmack des Knoblauchöls an. Wichtig ist, dass man es direkt nach dem Kochen macht, damit die nicht zusammenkleben. Der Rosmarin kommt dazu. Und der darf gerne auch mit anbraten, weil, ihr kennt es vielleicht, man kann mit Rosmarinöl zum Beispiel super würzen. Und den Effekt erzeugen wir hier so. Schön vermengen. Ich gebe den Pfeffer dazu. So, die Kichererbsen kommen auch rein. Nee, die Kichererbsen kommen gleich rein, Entschuldigung. Erst kommt das Pesto natürlich dazu. Vermenge das. Jetzt kommt schon das Pesto dazu. Ihr könnt Pesto nehmen, was euch schmeckt. Ihr könnt natürlich auch selbstgemachtes Pesto verwenden. Das ist natürlich besonders lecker. Ich hatte heute leider kein selbstgemachtes Pesto. Das musste ganz schnell gehen. Eben nach der Arbeit was Schönes fertig machen. Man kann auch auf dem Teller noch nachwürzen mit Pesto. Hier in der Pfanne mache ich jetzt nur einen Hauch. Manche Leute mögen mehr, manche weniger. So, dass es schön verteilt ist. Das dampft richtig schön. Wer mag, kann jetzt auch Käse dazugeben. Jetzt kommen die Chiliflocken, nur ganz leicht, weil das ist wirklich scharf. Und die Kichererbsen dazu, damit sie auch warm werden. So, ihr könnt auch statt Spaghetti, könnt ihr auch andere Pasta nehmen, wie ihr es mögt. Bei Spaghetti fallen die Kichererbsen immer sehr runter. So. Und Oliven dazu, gerne auch auf dem Teller. Das Ganze ist jetzt schon fertig. Die Kichererbsen sind bestimmt schon heiß. Ich gebe Pasta auf den Teller. Huch, guck mal, wie viel da schon rauskommt. Die brauchen wir gar nicht. So. Wir drapieren das auf den Teller. Geben die Kichererbsen, die warm aus der Pfanne, dazu. Und geben auch Oliven dazu. So. Gerne könnt ihr das mit etwas Joghurt noch würzen. Und fertig ist unser schnelles Abendessen.